Schönen guten Abend zum heutigen Format Mainz. Vielleicht erkläre ich, wie das entstanden ist. Wir haben letztes Jahr die Ausstellung einfach alltäglich gehabt, wo eigentlich das Prinzip war, dass wir die Personen, die in den letzten Jahren im Out mit Ausstellungen und Vorträgen das Programm gestaltet haben, gebeten haben, uns Gegenstände aus der Alltagswelt zukommen zu lassen. Und im Zuge dessen ist eigentlich dann die Idee entstanden, erstmals dort ein Format, eben das Mainz-Format zu kreieren. Was ist der Ansatz? Wir kennen teilweise einander als Architekten, wir kennen die Bauten, wir kennen vielleicht auch über eine gewisse Jahre ihre Biografie, aber oft kennen wir sie nicht, woher sie kommen, wie sie sozialisiert sind, welche Prägungen, welche Hintergrund, Erfahrungen sie gemacht haben. Und der Versuch dieses Mainz ist ein bisschen die Hintergrundgeschichte und nicht unbedingt die Objekt- oder eigene Architekturgeschichte alleine zu reflektieren. Und das erste Format war ursprünglich geplant mit dem Hanno Schlögl und mit Jörg Strehli. Der Jörg Strehli konnte aber an diesem Tag oder in diesem Zeitraum dann leider nicht kommen, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann haben wir das ein bisschen verändert. Und die Idee ist ein bisschen so, dass dieses Format wie ein Staffellauf ist. Das heißt, heute verantwortet die Einladung der Hanno Schlögl mit dem Jörg Strehli und mit dem Manfred Sandner. Und man muss danach reden, wer übernimmt im Herbst das nächste Mainz. Und so entsteht sukzessive sowohl irgendwie ein kleines Kollektiv, das aber immer von einer Person ausgewählt, also zwei Personen immer von einer ausgewählt wird und damit auch eine persönliche Beziehung zwischen dem Einladenden und dem Geladenen dokumentiert wird. Ja, ich danke mal fürs Kommen, übergebe dem Hannes Wort und wünsche einen spannenden Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, Jörg und Manfred hier begrüßen zu können. Ich habe es hier, nachdem ich aufgefordert war, also einen Partner oder ein Gegenüber von Jörg Strehli zu suchen, habe ich mich für Manfred entschieden, weil ich doch einiges an ihren konzeptuellen Dingen doch etwas Besonderes finde und auch die Gegenüberstellung zwei verschiedener Positionen sicherlich interessanter sind als sehr ähnliche Positionen. Dann darf ich euch kurz vorstellen, um nicht so lang zu werden. Manfred Sandner, Jahrgang 1957. Besuchte die Technische Hochschule in Wien und Innsbruck, schloss sein Studium 1955 an der dortigen Universität ab, um gleich einmal selbstständig zu werden. Jörg Strehli, Jahrgang 1940, diplomierte 1964 an der Technischen Hochschule in Wien, unterrichtete von 1969 bis 1976 als Assistent und von 1992 bis 1997 als Lehrbeauftragter am Institut für Hochbau der Technischen Universität Innsbruck und hatte von 1983 bis 1994 den Sektionsvorsitz der Architekten in der Kammer für Tirol und Vorarlberg inne. Beide sind bzw. waren Teil einer aus drei Architekten gebildeten Gemeinschaft, ohne dadurch die Möglichkeit zur persönlicher Denkarbeit aufzugeben. Faszinieren den 17 Jahre jüngeren Sandner vorrangig internationale Positionen, wie zum Beispiel die Architektur Louis Kahns, orientiert sich Strehlis architektonische Haltung anfangs noch an der klassischen Moderne eines Lloyds Welsenbacher, die für ihn bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Neben dem kontroversiellen Doppelgestirn Lackner-Persson, Zitat Otto Kapfinger, hatte die Architektengemeinschaft Heinz-Matthäus Strehli mit reihenweise gewonnenen und realisierten Wettbewerben großen Einfluss auf das qualitätsvolle Architekturgeschehen in Tirol und Vorarlberg. Ihre Vorbildwirkung
auf eine ansehnliche Zahl von ehemaligen Mitarbeitern dürfen wir dabei auch nicht übersehen. Zeitversetzt trifft vieles auch auf das Team Manzl-Ritsch-Sandner zu, die einige Wettbewerbe mit exemplarischen, die Aufgabe prinzipiell hinterfragenden Lösungen gewonnen haben und diese auch umzusetzen imstande waren, wie zum Beispiel den Bahnhof St. Anton, das Hotel am Innsbrucker Bahnhof und das Haus an der Unibrücke. So, jetzt möchte ich weiter nicht länger biografisch vorgreifen, dürfen wir doch auf eine ganz persönliche Rückschau und den daraus resultierenden Unterschieden zwischen den beiden Architektenpersönlichkeiten gespannt sein und sicher genügend Stoff für eine anschließende Diskussion geliefert zu bekommen. Danke. Würde ich jetzt dann dich, Manfred, bitten, dass du mit deinem Vortrag beginnst. Danke Hanno, danke Arno. Es ehrt mich sehr, dass ich da eingeladen worden bin. Die Thematik war eine sehr spannende. 4 Monate habe ich jetzt Zeit gehabt, dass ich mir überlegt, was das eigentlich heißt, architektonische Sozialisierung oder noch schärfer, was du mich gefragt hast vor 4 Monaten, Manfred, wieso bist du so geworden, wie du bist? Und das habe ich sehr persönlich genommen. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Und die Frage ist eigentlich enorm spannend und ich würde jetzt für alle irgendwie empfehlen, sich das einmal zu überlegen, warum ist man eigentlich das geworden, was man ist, was man jetzt ist. Nicht? Warum bin ich nicht Briefträger, warum bin ich Architekt geworden? Oder? Und dann habe ich eigentlich viel geschrieben, bin in der Nacht immer wieder aufgewacht, habe da irgendwas notiert, wollte eigentlich schriftlich den Vortrag machen. Gestern mit meiner Tochter, mit der Pia, haben wir gesagt, das tun wir nicht. Ich kann meine Sachen dann nicht mehr lesen, wenn ich da irgendwo so gescheiter hin philosophiert habe. Haben wir gedacht, also ich mache das jetzt einfach so. Und dann haben wir Fotos eben ausgesucht, viele Fotos. Und das sind sehr persönliche Fotos. Also das ist meine Kindheit. Meine Mama ist heute auch da und das freut mich sehr. Und eigentlich ist es auch ein Danke an die Mama und an den Papa, der leider schon gestorben ist. Und so möchte ich jetzt den Vortrag machen. Eingehen möchte ich jetzt noch auf den Louis Kahn. Der Rainer ist jetzt auch feinerweise da. Da haben wir unsere Freundschaft mit Kahn gleich haben wir irgendwie so hingekriegt. Köbel, Rainer. Und der Kahn ist irgendwann einmal im Laufe des Studiums da mal ins Leben treten, über den Barth natürlich, über einen Vortrag von Barth. Bin dann in die Wagnerische gegangen und haben mir das Buch da gekauft, da das abgriffene, zerrissene Buch. Und da ist ein Text drinnen vom Kahn und das ist eigentlich so wie ein Mantra über das ganze Leben. Er sagt einfach, was das Ding sein will. Was das Ding sein will, so entwürfe ich heute noch. Wenn irgendeine Aufgabe ist, ein Wettbewerb, was will das Ding werden? Wenn ich einen Bahnhof mache, wie schaut der Bahnhof aus? Und dann ist mir jetzt aufgefallen im Laufe der Zeit, dass bei mir immer alles mit eigentlich anfängt. Eigentlich. Jede Aufgabe fängt bei mir mit eigentlich an. Auch jetzt der Vortrag, eigentlich. Wie will ich das heute präsentieren? Übrigens rede ich nicht gern vor Leuten, aber heute tue ich es halt. Eigentlich, was hat mich architektonisch sozialisiert? Und dann sage ich jetzt einfach, das ist die Kindheit gewesen. Ne? Da bin ich jetzt beim Ringel und sage, bis 6 Jahren ist das gelaufen gewesen. Also meine Persönlichkeit, mein Meins, das ist mit 6 Jahren gelaufen gewesen. Was dann dazugekommen ist, ist Beeinflussung, aber geprägt hat es mich ganz sicher in der Kindheit. Und so mache ich jetzt den Vortrag. Und jetzt habe ich mal ganz viele Fotos. Jetzt haben wir, vielleicht hätten wir für 20 Minuten das nur aussortieren sollen, gestern Bier, aber jetzt lassen wir es aber duschen. Und ich mache halt Kommentare dazu. Nicht? Und es gibt, ja, da schaue ich da, ich brauche Brillen. Manfred, warum bist du so geworden, wie du jetzt bist? Habe ich jetzt erzählt. Fragezeichen, passt.
So hat es angefangen, das ist mein erster Horizont da in dem Becken drinnen. Und da steht jetzt noch, wie Manfred S. 60 fast zum Wutbürger wurde. Das ist jetzt noch ein Foto, weil ich mir irgendwie vorgenommen habe, ich mache den Unterschied, ich bin jetzt 60 Jahre, oder? Und den Unterschied, wie damals die 60er Jahre waren und wie es heute ist, die Gesellschaft, oder? Diese spießige Gesellschaft, die jetzt ist, aber auch damals eigentlich auch spießig war. Also so ist es nicht. Das war nicht die glorreiche Zeit, aber ich sage jetzt einfach im Vorhinein, unsere Eltern, also von meinem Bruder und von mir, ihr habt uns eine Welt hingelegt, ohne, also ihr habt uns nichts vom Krieg erzählt, obwohl ihr damals noch Kinder wart. Und, aber wir waren ja einfach, ich sage jetzt, ich bin ein glückliches Freilaufkind gewesen und habe auf die Fotos gesehen, dass ich immer lach. Jetzt möchte ich da den Kahn eben noch einfügen, wenn ich es da lese. Also was das Ding sein will. Das Wesen des Raumes spiegelt, was es sein will. Ist der Konzertsaal eine Stradivari oder ist er ein Ohr? Oder ist er ein Versammlungsraum? Im Wesen des Raumes befinden sich der Geist und der Wille auf eine bestimmte Art da zu sein. Deshalb ist ein in Streifen bemaltes Pferd kein Zebra. Bevor ein Bahnhof zum Gebäude wird, will er eine Straße sein. Er entspringt dem Bedürfnis nach Straße, dem Gesetz der Bewegung. Also so sieht der Kahn das. Also die Texte sind ein bisschen holprig, vielleicht weil sie so übersetzt sind, aber ist ja klar. Aber ich habe es irgendwie so bei jeder Aufgabe, ja, fängt es mit eigentlich an. Und ich kann mir zum Beispiel erlauben, wenn ich jetzt im Bietztal zum Beispiel was mache und ich sehe, dass da jetzt kein Fremdkörper gut ist in dem Ort, dann mache ich auch keinen. Also ich spiele mich da frei beim Entwerfen, spiele mich einfach frei, weil ich sage, eigentlich, oder in dem Fall, weil es total langweilig ist, sage ich, aber eigentlich müssen wir da Gas geben. Nicht? Da gehört jetzt eine Form her und so bin ich kein Stil und nichts verpflichtet. Ich bin überhaupt nichts verpflichtet, ich bin das Freilaufkind. But so. Das ist der Kahn. Y immer wieder deswegen, weil ich es aufregend finde, dass es immer im Leben Situationen gibt, wo man Entscheidung trifft. Entweder, also wenn man, es ist fein, wenn man selber die Entscheidung treffen kann oder sie wird über einen getroffen. Also wer nicht gestaltet, mit dem wird gestaltet, das ist ein Motto. Und viele haben da ein Pech. Ja? Und ich muss sagen, eben, wie wird man Architekt? Das sind so Ys, nicht? Mache ich rechts oder links, weil Rechtsanwalt, weil Architekt, nein, gehe da, gehe in die HTL und werde am Schluss ein Architekt. Sonst wäre ich vielleicht der Arzt. Wo ich mir sicher bin, dass ich immer mit dem gleichen Einsatz, was immer ich tue, vollen Einsatz bringe. Also mir, das ist egal, was ich mache, aber wenn schon, denn schon. Und jetzt, warte mal. Okay, das ist jetzt, fangen wir bei der Kindheit an, also frühe 60er Jahre, die Autoausflüge waren das Wichtigste überhaupt. Die Mama war daheim, Papa hat brav gearbeitet am Wochenende, immer mit Freunden Autoausflüge. Das da ist der Europabrücken. Das erinnert natürlich an das Bild da unten an der Brennerstraße stehen, immer stehen bleiben im Auto, immer aussteigen, die Europabrücken anschauen, ist vielleicht das Urbild bei mir. Da gibt es, das ist das Zweite, das ist die Trisanderbrücke. Immer stehen bleiben am Parkplatz, zuschauen, wie sie da bauen. Da hat die Trisanderbrücke übrigens noch einen Fischbauch gehabt, hat sie jetzt nicht mehr. Und da habe ich mir jetzt gedacht, jetzt sage ich die Räume, die mir als Kind halt wichtig waren, unter anderem das Riesenrundgemälde, weil ich mir vorstellen habe, können da drinnen Indianer spielen, weil der Hammer, ne, da sind die Gewehre
und da hätte es mir gut gefallen. Wenn Besuch gekommen ist aus Oberösterreich oder was, sind wir immer dort hingefahren, habe ich nicht gesagt. Das ist zum Beispiel natürlich auch so ein Standard in der Martinswand. Das sind die Sachen. Ibsbersenberg zum Beispiel. Immer mit dem Auto erlebt, mit meinen Eltern und ja, das ist Ibsbergensberg. Das finde ich sensationell. Der Rohbau vom Eisstadion, sensationelles Gebäude. Und das haben wir aus dem Tivoli gesehen praktisch. Und ich habe mich da nie auskennt mit 6 Jahren, wo sitzt man da? Haben sie immer gesagt, da sitzt man dann. Ich habe mich da nicht auskennt. Aber das sind die Impressionen als Kind. Man auch teile keine Teile dazu. Auch sehr lustig, das war mein Schulweg da. Sitzt der Polizist da drinnen. Da drüben sieht man jemand, der so war eigentlich, so waren die Leute eigentlich so ziemlich so kantige. Und der Polizist da. Und ich bin halt da hinten vorbeigeschurcht. Das ist großartig, das ist die Kanzelkehre an der Aachenseestraße. Also das sind so. Also das ist fantastisch, weil das war überhöht, das und immer die Moderne, die war in unserer Kindheit so wichtig. Y weiß ich jetzt nicht. Aha. Und jetzt geht es da im Tivoli los, das ist, jetzt weiß ich nicht, ich werde wahnsinnig lang brauchen. Ha? Ha? Da hatte ich jetzt einen Text, aber irgendwo brauche ich noch. Okay, ich lese den Text vor. Das ist, genau, so, da haben wir gedacht, ich habe so viele solche Sachen geschrieben und das möchte ich jetzt doch vorlesen, weil so war ich als Kind, oder? Und das war einfach ein schöner Tag im Sommer. Also, schönes Wetter, Ferienzeit. Es ist noch kühl in der Mansardwohnung am Marktkram. Die Mutter schließt die Holzjalousien, Fufru in dunklen Gläsern, die extra langen Plastiklöffel dazu, Tomaten und vom Ischia eine Göttinger Wurstsemmel mit Gurken um 2,50. Mit dem Lift ins Erdgeschoss, der Luftroller hat gerade noch Platz, auf geht's ab die Post ins Tivoli. Das Tivoli wurde 1963 eröffnet. Und wir waren dabei, meine Mutter, mein Bruder, manchmal Fredi, manchmal Hansi und ich. Ein Schwimmbad mit Sprungturm und Lautsprecher, mit einer Rutsche und einer Brücke über das ganze Feld. Alles in Beton, Sichtbeton, Glasbausteine, so schön kann ein Schwimmbad sein. Also, ein Sprung rein, Familien, Kinder, Babybecken und ganz im Süden, sehr wichtig jetzt, im Süden hatte das Tivoli einen Fußballplatz, ca. 60 Meter lang und ausgestattet mit 2 kleinen Toren, Zaun rundherum. Und dieser Platz ist für meine architektonische Sozialisierung von Bedeutung. Ich hatte sich zum ersten Mal das Wort Raum gehört und sogar in etwa verstanden. Sich freispielen, in den Raum einspielen. Ein Lochpass schicken, Doppelpass, Manndeckung, Raumdeckung. Die Vorstellung, dass man einen Flügelspieler ins Loch laufen sieht und ihn mit einer diagonalen Flanke in den freien Raum schickt. Also er rennt, oder? Ich spiele eine Flanke, sie treffen sich. Er trifft den Ball, vielleicht ist er da. Das ist tatsächlich, also die wohl architektonischerweise, wichtig, Raum mit Fußball. Dieser Fußballplatz hatte aber noch eine ganz besondere Sozialisierungskomponente. Ab dem 1. Mai bis zum 30. September, also über ein halbes Jahr, lief ein über 12 Stunden täglich durchgehendes, permanentes und ohne Unterbrechung Fußballspiel ab. Man kam zum Platz, wartete am Zaun, bis einer wieder schwimmen gehen wollte. Er setzte ihn, egal auf welcher Seite, spielte mit. Es ging ums Spielen und nicht um das Gewinnen. Es ging um den schönen Lochpass, Doppelpass und das Wichtigste, wenn der Gegner ausgespielt war und man alleine vor dem Tor, vor dem kleinen Tor stand, ohne Tormann, war es Usus, dass man den Ball zurück zum Gegner spielte.
und niemand zählte mit. Ja, und das Spiel dauerte ja ein halbes Jahr. Okay. So, und wenn man fertig gespielt hat, wartete der Nächste am Zaun. Ab ins Wasser, ab zu den Becken. So jetzt, ja. Also der Platz, der ist da hinten oben gewesen. Jetzt muss ich da ein bisschen schauen. Ab zu den Becken und extra den langen Weg, dem Kabinentrakt entlang genommen, damit man über die Brücke gehen kann. Eine Brücke im Bad, großartig, über das Steigungsverhältnis der Rampen. Hoppala, das wollte ich nicht. Da ist es. Gell? Das ist der Trakt. Muss man da hinten runtergehen. Da ist die Brücke. Also Gratulation, Hälschel, das ist eine ganz große Sache da. Da war die Rutsche. Und das bin jetzt da ich. Das ist meine Tante. Der, glaube ich, hat Heinzi krass, den haben wir kennengelernt gerade. Da hinten die Rutsche. Und man sieht viele Leute, wo du denkst. Also, springen, was? Springen, rutschen, bis die Lippen blau waren, dann schnell bauchlinks auf die aufgeheizten Betonplatten. Ja, da. Da liegt man dann, bis man wieder aufgewärmt ist. Dann vielleicht eine kleine Dschungelpartie, auch bauchlinks umdrehen. Umdrehen, dann den Rücken wärmen und so den Düsenjägern zuschauen, wie sie ihre Spuren in den Himmel zeichnen. Zwischendurch die Jause, weil ich sage, das wäre zu lang. Zwischendurch die Jause, ja, die Wurstsammeln mit den Gurken, dieser Geruch und immer wieder die neue moderne Lautsprecher, genau. Und immer wieder der neue moderne Lautsprecher. Der kleine Maxi soll doch bitte bei der Kasse abgeholt werden. Ui, peinlich. Cola Lutscher am Kiosk, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat, Gott sei Dank hat der Sprungturm ganz oben eine Uhr. Schaut mal, da ist sie gar nicht. Da ist sie noch gar nicht. Da oben war Uhr. Also Raum und Zeit, bitte richtig verstehen. Fußball, Raum und Zeit. Gell? Ja, da wieder Architektur, Raum und Zeit. Heilschl hat da oben eine Uhr montiert. So. Gott sei Dank hat der Sprungturm ganz oben eine Uhr. Zeit und Raum skulptural dargestellt, großartig. Das ist auch noch ein Salto vom Dreier. Da, der Dreier wäre mir gut vorgekommen und hatte die Idee, einen Putzigogel am Brettel zu machen. Dann wird es mich schon hinunterdrehen, salto-mäßig. Ne? Also ich bin flach aufgekommen. Ja, der Sprungturm mit der Uhr. Oh, jetzt geht's weiter. Oh, 20 Minuten vor 5. Ich muss ministrieren. Rosenkranz im Dom. Um 5 Rosenkranz. Ich hab's vergessen. Hab nur die Lederhose mit blauen Flipflops an. Achtung. Okay. Da hinten war der Fußballplatz, ja. Da hinten. So. Okay, also es war 20 vor 5 und ich war extrem mobil, überhaupt die 60er Jahre, die waren einfach, die Dynamik und die Mobilität war das Größte. Nicht alles, was sich bewegt hat, Lift, Auto, das war's. Ich mit dem Roller, Pfeife in den Dom rein. Wo ist denn das? Oh, da sind sie. Ich habe Flipflops gehabt, die haben damals Zerchenschlapper geheißen. Und habe nur die Lederhosen angehabt und die Flipflops, rausch mit dem Roller Amraserstraße rein, Romberg-Passage, Stiegler, zum Dom, 5 vor 5, anziehen schnell und die Flipflops an. Und beim Einfahren denke ich mir, ist ja wurscht, der Jesus hat ja Schlapper gehabt. Ne? Und zack, rot um, der Kooperator schaut schon böse, denke ich mir, ja, okay, aussehen. Ministrieren, gut, da außer und jetzt im Dom. Also zuerst Tivoli, dann Dom. Dann kniet man halt da vorne und
Rosenkranzbeten ist nicht so interessant, oder? Und da ist die nächste Sozialisierung, da schaut man sich halt die Kirche an. Ne? Und man steht, man kniet da so und man schaut halt da herum. Ne? Und der Kooperator meint, der ist schon aber sehr gläubig. Die haben wirklich gemeint, dass sie Pfarrer werden, gell? Aber ist klar. So, und das komische Bild da, gell? Das zeige ich euch jetzt auch, das gefällt mir überhaupt nicht, auch heute nicht. Und ich habe das so gesehen, dass da eine Schaufel sitzt, oder? Und da ein Rutschen ist. So habe ich es gesehen, oder? Und die dumme, dicke Frau da mit dem Innsbruck, das habe ich gewusst, die hebt da die Rutschen auf. Ne? Und die Schaufel kann nicht runterrutschen. Dann da habe ich mir gedacht, das ist eine Autobahn. Das ist eine Autobahn. Und da hat mich zum Beispiel immer gestört, dass da der Flügel da auf der Autobahn liegt oder so. Also gut, hat mich gestört. Und das war's, ne? Dann wieder, ja, eine halbe Stunde hat das gedauert. Aber in Dom kenne ich gut. Dann raus, das ist auch lustig. Dann entweder am Domplatz ein bisschen Fußball gespielt oder Indianerlecks. Und das habe ich jetzt noch gestern noch schnell fotografiert. Das ist zwischen Hofburg und dem Haus da am Domplatz. Und da ist ein Loch. Und da ist ein Dach drinnen. Und das war natürlich der Overkick beim Indianerlecks da durch das Loch schlürfen. Da haben die anderen nicht mehr gewusst, wo du bist. Also das war Wahnsinn. Du warst nachher drüben im Hof. Ja, da ist man noch, bin ich noch heute nicht mehr. Gut, Altstadt. Y weiß ich nicht. So, das ist, jetzt kann man es schneller machen. Das ist ein Traum, das ist für mich ein Foto. So stelle ich mir einen guten Typen vor. Jochen Rindt. Ja, Jochen Rindt. Flugplatzrennen. Der schöne Flug, unser schöner Flughafen da, ne? Der war gut. Und das sind die Sachen jetzt so. Jetzt kann ich es irgendwie duschen lassen. Was ich alles so da und habe Bob gefahren bin ich. Der Fahrer hat zu mir gesagt, Manfred, ich habe einen zwarer Bob. Er kriegt einen vom Telekart, ob ich nicht fahren will. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich den Otti gefragt. Ja, ich habe auch gesagt, es ist eine Personality-Show. Dann habe ich den Otti gefragt, ob er mit mir mitfährt. Dann sagt er, ja. Und da gibt es aber jetzt keine Foto von dem Zwarer-Bob, bin ich gefahren. Beim Start haben wir gesagt, wir starten. Nicht, fahren wir nicht im Sitzen weg. Und dann haben wir gestartet und ich vorne und schiebe an. Eins ist eins und er eins, er zieht, ich schiebe. Zack, zack. Wir sind nicht weggekommen, haben die Leute gelacht, hat mich irritiert. Und bin eingesprungen und dann hätte ich müssen eine Schnappelle betätigen. Und das habe ich vergessen. Und jetzt bin ich drinnen gesessen im Bob und das Stangl war noch draußen. Dann habe ich mir noch schnell gedacht, muss ich schauen, ob es auch gefällt oder nicht. Dann habe ich mir gedacht, ist ja wurscht, lassen wir es draußen. Otti sagt zu mir leise, der Startbügel ist noch draußen. Hat mich irritiert, dann sind wir in Kreisleine gefahren, da war ich viel zu hoch. Dann habe ich gedacht, ich muss da eine Oi treffen, da habe ich gezogen, da sind wir so Oi gefahren, Dusch. Bob umdreht nochmal auf, ich umdreht Otti raus, bin ja allein dann runtergefahren. Gut. Aber es ist nichts passiert. Klettern sowieso, das war mein Tollste. Überhaupt das Tollste, was ich gemacht habe. Jetzt geht es Richtung Architektur. Das ist der Carlo Molino. Das finde ich auch für die 50er, 60er sehr interessant. Er hat die Entwürfe nach einem Stempel gemacht, oder wie ich das sehe. Nicht? Und dann ist das Haus da, das bekannte Haus, rausgekommen. Das ist der Molino. Und das ist alles 50er, 60er Jahre. Also das, nicht? Und da hat er das Haus dann gemacht. So, das sind meine wirklichen Architekten. Vorbilder, das ist der Schuller. Also ich gehe jetzt nicht auf alle, wir kennen sie, der Gsteu. Und was mir beim Gsteu so wahnsinnig beeindruckt hat, das ist das Detail da.
das hat er uns einmal erzählt, er hat da Ornament gemacht, ja, okay, und er hat das Ornament dann da weitergezogen. Und solche Kleinigkeiten, ich finde das ungeheuerlich, sowas gefällt mir, das ist irre. Das ist das, was ich am meisten liebe, solche Sachen, wenn man solche Sachen zusammenbringt. Also Gesteig großartig, Schwarz natürlich, Kirche in Leonding, unglaublich. Das ist auch was Nettes, gell, Rainer, den haben wir mal entdeckt, das ist irgendwie in Dänemark ein Blumen. Kiosk. Und da gefällt mir, dass man mit zwei Fenstern und der Tür etwas zusammenbringt. Ne? Liebe ich auch sehr. Das ist sowieso klar. Okay, na gut, was soll ich machen, wie spät ist es? Wir können ruhig unterbrechen, weil ich mir gedacht, ich erzähle es einfach. Magst du anfangen? Einfach weiter. Dauert aber noch lang. Die Freundschaft, nein, muss man jetzt schnell machen, die Freundschaft mit dem Johannes Atzinger, da haben wir immer so Scherze gemacht, das haben wir gemacht und haben wir gesagt, das gehört eigentlich ausgestellt, sind auf den Bahnhof gegangen um 13:30, sind nach Mailand gefahren, das ist so ein kleines Bild vom Brontofot und dann haben wir das am Milano Centro ausgehängt und dann sind wir wieder heimgefahren. Das ist Johannes Atzinger, unser lieber Freund. Das ist der erste Entwurf eigentlich von mir, da haben wir uns gedacht, da sind wir im Sommer in Altrans spazieren gegangen. Da haben wir so eine Situation gesehen und da haben wir gesagt, das wäre doch lässig, wenn im Winter, wenn wir da so einen roten Leuchtkasten entschweben lassen. Und da sind wir schon, da haben wir so ein rotes Leuchttier, da sieht man es eh. Auf 6 Luftballone aufgehängt. Und das Irre war, dass das eigentlich wirklich so wie die Skizze damals war. So mit dem Acker da. Dann haben wir das da schweben lassen. Und dann ist der Nebel da von unten aufgekommen. Also es war eigentlich so, und solche kleinen Aktionen. Ja, und das erinnert mich an den Kaspar David. Und den muss ich unbedingt auch noch drinnen haben, den Gerhard Richter. Den Horizont. Und dann habe ich gesehen, in der Bretagne, die Bier hatten nicht gesehen, weil sie krantig war, war noch jung. Und da habe ich irgendwie gesehen, wo mein Papa ist, also die unendliche Weite. Und das hat irgendwie so ausgeschaut wie das. Ja, gut, und jetzt mache ich einfach schnell, gell? Tarkowski, Della Francesca. Übrigens, dann wollte ich nur sagen, ich habe als Kind gemeint, dass die Babys genau da auf die Welt kamen, da. Da haben wir mal ein Dings verloren. Okay, das ist Martin Goschner in dem Raum. Das sind jetzt lustige Fotos aus der Taxis. Manzl Gerhard, Johannes Atzinger, Ermer Kora, Rainer, Johannes Atzinger. Ja, so waren wir drauf. Strick nach hinten, der Schatzgebi. Das finde ich sehr lustig da. Luca, neue Heimat. Und der? Erich Wucher, bist du's? Wir waren uns nicht sicher. Hä? Ja, sicher. Super. Ey. Gut. Gab Meis. Nein, jetzt müssen wir einfach Hälschl. Nein, das ist auch noch wichtig. Gell? Hälschl. Drüben Gerhard. Da. Gut, das ist jetzt Angerzellgasse 4. Das ist jetzt wirklich meins und bin sehr froh. Aber ich rede jetzt nicht mehr drum, warum das so ist.
Also eigentlich einfach der Wunsch, einen Raum machen, so minimalistisch wie nur möglich für einen Betrachter und für ein Kunstwerk. Und dann muss ich noch eine Tür machen. Und das war's. Ich bin auf den Raum eigentlich am meisten stolz. Ja, das bin ich, das ist meine Frau. Das hat die Bia gemacht, das ist ihr Kinderzimmer. Das haben wir gefunden, das ist ja Wahnsinn. Die Türen, das ist also sehr gut. Summe 1 ist 0, ich habe keine Zeit mehr. So, jetzt sind es nur mehr Kinderfoto. Ja. Das da, den erwähne ich noch. Da hat es eine Sendung gegeben, wer kann sich erinnern, wer bastelt mit. Das war ein Schwein, der hat zwei Kinder neben sich sitzen gehabt. Die haben so viel Angst gehabt, man hat vor dem Fernseher Angst gehabt. Es ist nach dem Kasperltheater, ist der Typ gekommen und der hat die zusammengeschissen. Es war fürchterlich, ein Schwein, den habe ich jetzt aufgenommen da in den Scheiß da. Ja. Okay, das sind jetzt, ja, das geht schnell, gell? Ah ja, zu ihm habe ich gesagt, in St. Anton, der hat mir irgendwann so blöd angeredet, da haben wir diskutiert über Skifahren. Er ist nämlich kein so ein Feiner. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also so, weißt du was, wenn ich jetzt weiter so redest, dann reiße ich dir aus meinem Kinderfotoalbum raus. Einen Fußballverein haben wir auch gegründet und das sind halt so, ja, Wahnsinn. Das finde ich auch ganz nett. Schamaxel Kopf und ja. Okay. Das ist jetzt wirklich meins, so schaut unser Wohnzimmer aus. Doch. Das finde ich nett, da ist der Giro unter unserem Haus vorbeigefahren, für das haben wir die Ecken angeschnitten. Das ist mein Schlafzimmer da so. Okay, das ist jetzt Ruth und meins, wirklich die Radlgeschichten. Das ist übrigens der Bass, wo dann zwei Jahre drauf der Wahnsinnige den Flieger duschen hat lassen da drüben. Also unfassbar. Das war ein Schwein. Das ist in Frankreich. Also. Und dann, ja, und da ist es unter Mont Ventoux, warten auf Croissant, oder? Mein, noch mit Rauchen, sehr schön. Da Mont Ventoux, ja. Das ist ein unglaublicher Berg. Das glatzert, beißt er da auf. So, und dann stehen wir oben und das ist einfach sehr fein. Und damit schließe ich es ab. Summe M ist 0, erkläre ich jetzt nicht. Es ist eigentlich die Formel der Statiker, oder? Die Summe aller Momente ist 0, so rechnet man alles, oder? Die ganze Statik baut auf das auf. Und wir sind in der HTL sind wir gesessen und haben aber das rechnen können. Und dann hat der eine gesagt, heißt das Moment oder der Moment? Der Moment, die Summe, der Moment, also das ist für mich einfach ein Synonym für, ich will einfach, dass es gerecht dazugeht auf der Welt. Ja. Hat aber mit der Statik wieder nichts zu tun. Ne. Aber jetzt ist Schluss. Danke, danke, danke. Danke. Wir gehen ja schnell aufs Häusl, ich komme gleich wieder, gell? Okay. Ja, vielen Dank. Ja, bisschen lang, gell? Ja, ja, fein. Hoppala. Der Jörg ist kurz aufs Klo gegangen.
Ys, gell? Achso, jetzt ist er schon da. Warte, das erzähle ich noch schnell. Bei die Ys im Gymnasium in der vierten Klasse, da wollte mir der Deutschlehrer durchfallen lassen. Und da gibt mir eine klassische Qualifikationsprüfung. Ein Klassifik, ne? Und er wollte schon mich durchfliegen lassen. Und ich wollte aber in die HTL fliegst, und verschwinden und Aufnahmeprüfung machen. Ja, das geht gar nicht, ich verstehe. Wilhelm Dell, dritter Aufsatz, erste Szene. Erster Satz, wollte mich durchfliegen lassen. Ne? Und ich stehe da und habe eine Eingebung. Unfassbar, habe eine Eingebung und sage, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Nein, das kannst du nicht. Und dann hat es umgehauen und dann habe ich keine Aufnahmeprüfung machen, wenn ich da durchfliege. Weil ich nicht Architekt. Also unglaublich ist es. Ja, bitte. Nein, ich wollte jetzt nicht noch ein bisschen du. Die Pause kommen. Nein, überhaupt nicht. Eigentlich hätte ich dir am liebsten noch lange zuhören. Ja. Wirklich. Weil ich, meine Sache ist ja geradezu trocken und langweilig dagegen. Ja. Muss ich. Also ich finde, du hast auch dieses Thema Mainz eigentlich ganz toll. Also ganz richtig, ja, eigentlich so ist es richtig, muss ich sagen. Danke. Das Einzige, was mich gewundert hat, du hast kein Gebäude, kein Haus von dir gezeigt. Nein, deswegen nicht, weil das dann unseres heißt. Hast du nichts, habt ihr nichts alleine? Ich sage immer, weil das ist ja Manzelrich-Sandner und da sage ich immer, das ist unseres. Ne? Ich verstehe. Das ist jetzt wirklich meins. Ja. Ah, das ist ja. Dein, ja, jetzt, ja. Versteht. Ja. Ja, da unterscheiden wir uns noch ein bisschen. Ja. Aber trotzdem, du, also ich hoffe, ich langweile euch nicht, weil das werde ich nicht erreichen. Du, großartig, wirklich großartig. Also jetzt, ich wollte eigentlich. Das Bild zeige ich erst sehr viel später. Und ich habe mir das halt schon aufgeschrieben. Ich kann nicht so gut improvisieren wie du. Aber ich werde auch versuchen, das halbwegs frei dahin zu reden. Also bei mir geht es so los, wie 1958, bin ja 1958 als Gymnasiast mit Matura nach Wien gefahren. Da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt von Architektur und was da auf mich zukommt. Obwohl mein Vater Architekt war, aber der hat ja nie geglaubt, dass ich sowas werden könnte. Also geboren bin ich 1940 und die ersten 3 Jahre bin ich aufgewachsen in Norddeutschland, weil mein Vater dort eine Stelle hatte, und zwar in der Nähe von Wolfsburg. Ich will es jetzt nicht. Aber das war ziemlich eine wilde Sache dort, da ist unglaublich viel bombardiert worden. Und so war es 1943, war dann so, also wie ich 3 Jahre schon alt war, haben Mutter und Vater beschlossen, Vater ist eingezogen worden, zurück nach Tirol. Und da haben wir überhaupt keine Bleibe, gar nichts gehabt, nirgendwo wohnen können, aber... Die Schwester meiner Mutter hatte am Hahnenkamm in Kitzbühel ein kleines Hotel. Damals hat es noch keine Seilbahn gegeben, keinen Lift gegeben, da war wirklich Urzustand. Gell? Und die hat natürlich gesagt, ja, das Hotel liegt auf 1760 Meter Höhe. Und da haben wir dann Unterschlupf gefunden und bis zur Volksschule bin ich da oben gewesen. Und das heißt, ich habe also in diesen 3 Jahren eigentlich zwischen Hunderten Kühen im Sommer, wirklich Hunderten, weil das ist unglaublich dort, und 2 bis 3 Meter Schnee im Winter, da habe ich gelebt. Gell? Und wenn ich da an Mainz denke, könnte ich mir vorstellen, dass mich das schon geprägt hat. Das spüre ich heute noch und deswegen sage ich immer, also bin ja auch früher doch viel berggegangen und vor allen Dingen Skitouren, daher werde ich auf meine Spur dann zurückkommen, ganz zum Schluss. Aber also diese Weite, die Einsamkeit, die Freiheit und vor allen Dingen das viele schlechte Wetter. In Kitzbühel ist unheimlich viel schlechtes Wetter,
Gell? Also im Sommer immer Nebel, die Kühe so im Schemen. Hätte ich alles fotografieren sollen, so ja. Wie du. Das war viel gescheiter gewesen. Da war ich noch zu jung. Da war ich noch zu jung, ja. Okay. Und dann natürlich zur Volksschule nach Innsbruck. Und dann Schule und Gymnasium in Innsbruck. Und da gibt es einen Menschen, der war was Besonderes für mich, das war der Franz Krautgasser, das war mein Zeichenlehrer, du wirst ihn kennen. Hast du ihn auch gehabt? Den habe ich geliebt über alles. Wenn ich nach Wien gefahren bin, also wenn ich in Wien studiert habe und bin, sagen wir, zu Weihnachten heimgefahren, mit so einer Mappe, nur mit Aktzeichnungen, dann bin ich immer nach Hall runtergefahren und bin nicht heimgefahren, bin ich zu ihm gefahren. Dann haben wir lang miteinander geredet und dann bin ich erst heim. Also der hat das sogar durchgesetzt, dass ich mit meinen Bildern sozusagen Matura gemacht habe. Das war 1958, was eher Außergewöhnliches. Ich habe schon Kunstgeschichte auch ein bisschen ein paar Fragen gekriegt, die habe ich eh gewusst, also die hat er mir gesagt. Und deswegen wollte ich eigentlich Malerei studieren. Aber mein Vater war übrigens beides, Architekt und akademischer Maler. Und der hat dann gesagt, geil, das hat keinen Sinn, du kannst ja keine Familie ernähren. Also mach halt Architektur, mach zuerst Architektur, dann hast du was. Und wenn es dich gar nicht freut, machst du Malerei, so wie ich. Also bin ich nach Wien gekommen, natürlich als Gymnasiast auf die Technik. Akademie war für uns außer Reichweite, gell? Und damals war es ja noch so, die Technikabsolventen waren ja in den Augen der Akademieabsolventen eher nichts, eher nichts. Ja, ja, später dann, okay. Gut, und dort war es, aber es war wirklich auf der Technik was furchtbar. Also aus meiner Zeit. Mir ist vorgekommen wie in der Steinzeit, das war ja 1958, ist losgegangen. Das heißt, die Professoren waren Götter, die Zeichensäle waren scheußlich und leer. Zeichnen habe ich auch nicht können. Ich habe zum Glück einen Freund dann in meinem Studentenheimzimmer gehabt, der mir das beigebracht hat, weil ich habe ja gemalt und gezeichnet. Und so habe ich halt ganz schnell die erste Staatsprüfung hinter mich gebracht. Und das kann ich gar nicht erklären, wieso auf einmal, übrigens, da habe ich ja schon mit Karl Heinz gemeinsam gewohnt, gell? Auf einmal war Entwerfen bei Schwanzer und Boltenstern, Schwanzer war damals schon was Besonderes, aber Boltenstern auch. Boltenstern war außergewöhnlich und ich muss sagen, seine Wohnbauvorlesung, die war so großartig, dass der Karl und ich mir sagen immer, heute noch zehren wir von dem, was der uns beigebracht hat. Der war wirklich, er war ein schlechter Rhetoriker, aber ein sehr feiner Mensch, Bauhausmitglied, glaube ich, das einzige sogar von Österreich, wenn es mich nicht täuscht. Komm hier. Landestheater hat er umgebaut, aber ja, das Landestheater in Innsbruck, richtig, das hat er gemacht. Und hat er nicht mit die Theaterwerkstätten in Wien mit meinem Ex-Chef Weinlich, die übrigens sehr schön sind. Die sind sehr schön. Ja. Also, möglichst schnell fertig machen. Und dann bin ich zum, ja, ich weiß gar nicht warum, auf jeden Fall bin ich zum alten Stiegler gegangen und der hat gesagt, kannst du gleich da bleiben. Und dort habe ich, und das hat sicher mein Leben sehr geprägt, dort habe ich den Horst Barson kennengelernt und den Eckhard Hörmann. Sehr verschieden die zwei, aber beides großartige Leute, auch der Hörmann. Also mit dem Hörmann am Abend so sitzen und reden, da hat man viel lernen können. Ich bin aber dann zum Pfeiler gegangen. Das wird euch vielleicht gar nicht sagen. Gell? Der Pfeiler war eigentlich, ist völlig unbekannt. Du kennst ihn, ja? Der Pfeiler war Spezialist für Gefängnisse. Das war seine. Aber etwas hat er dadurch
irrsinnig gut können, weil in einem Gefängnis sind die Funktionen sehr kompliziert mit diesen ganzen Sicherheitsgeschichten und was der Teufel was. Und deswegen war er in diesen Dingen großartig. Also von dem, was wir unter Architektur verstehen, da war gar nichts. Aha, ist der von ihm? Siehst du, das war, also natürlich auch das Gerichtsgebäude zum Beispiel ist ja auch von ihm. Auf jeden Fall dort, und das war dann, dort habe ich in 8 Monaten 8 Wettbewerbe gemacht. Und zwar, das war immer so, seine Frau hat die Befugnis gehabt und er auch. Und er hat mitgetan und ich habe unter dem Namen der Frau mitgetan. Gell? Und das war eigentlich schon ein interner Wettbewerb vor dem Wettbewerb, weil wir haben natürlich so, jeder wollte, und nachher ist er manchmal so zu mir hergekommen und so, hat er so geschaut, was ich mache. Hat er gesagt, schön, aber teuer. Okay. Deswegen habe ich aber hab trotzdem eigentlich, also gerade etwas klar anordnen, richtig organisieren, das habe ich bei ihm gut gelernt. Und dann war ich ausgebrannt. Ich habe gesagt, ich will jetzt endlich irgendwas machen, was man baut, weil das ich als Gymnasiast noch dazu überhaupt wenig Ahnung, nicht? Ja, und auf jeden Fall haben wir uns in allen Frieden getrennt und ich bin dann zum Achammer. Alten Achammer, um dort zu lernen. Und der Achammer hat etwas gehabt, was meines Erachtens großartig war. Ich weiß nicht, wer alle beim Achammer war. Der Achammer hatte den Herrn Brieder. Und der Herr Brieder hat kein eigenes Projekt gehabt, sondern der war dazu da, allen Grünhörnern, die da im Büro herum waren, sozusagen unter die Arme zu greifen. Und das war total fein. Also da hast du komplizierteste, ich habe da für die Sparzentrale mit einem Direktor, der schon 70 Jahre alt war, der sein Leben lang nur baut hat, der hat gemeint, der kann mich fressen. Der hätte mich gefressen, aber mit Herrn Brieder bin ich da gesessen und irgendwie ist das gegangen. Das war gut, finde ich. Und nachher ist aber natürlich auch beim Achammer war mit Architektur nichts los. Aber ich habe ihn menschlich sehr geschätzt, den Alten. Der Senior war ein feiner Mensch. Ich habe ein persönliches, ich hätte sollen das Holiday Inn machen. Das war für mich eine Art, wie sagt man da, eine Probe. Gell? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, kann ich mir das eine Woche überlegen. Er hat schon so Skizzen gehabt, und ja, überlegen Sie. Und dann bin ich noch Montag drauf, in der Früh um 8, ist er schon bei mir gestanden, und Herr Steli, was ist jetzt? Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht da neben die Triumphpforten so einen Kübel hinstellen, und bin ich ein schlechter Mitarbeiter, und dann haben Sie überhaupt keine Freude mit mir. Ist in Ordnung. Wirklich, und das finde ich, ist ein Sir, der hat mir einfach, das hat er mir nie nachgetragen. Und ich habe ihn ja dann später, wie er schon sehr alt war, und ich, Höttinger Bild, ist ja meine zweite Heimat, da haben wir uns sehr oft beim Spazierengehen getroffen, sind auf der Bank gesessen und haben geratscht. Mit dir bin ich einmal auf der Bank gesessen. Ach, ja. Genau. Gut. Und dann, irgendwie war dann klar, mir fehlt was. Auf der Technik war nichts Gescheites, beim Pfeiler auch das, was ich eigentlich immer gesucht habe, nicht, Achammer auch nicht. Dazwischen habe ich aber bauen können, das habe ich wirklich gelernt dort. Und so habe ich mich dann für die Hochschule beworben und habe wieder durch Zufall Herr Spassmann getroffen. Und der war sehr nett, der hat gesagt, stell doch deinen Tisch bei mir auf. Und da bin ich drüben in St. Nikolaus, hat das so ein großes Büro, das hinten tief rein, hinten war es ganz dunkel. Da habe ich meinen Tisch gehabt. Dann war auch dort der Dieter Kompleu, mit der auch ein hervorragender Bursche war oder ist. Und dort habe ich dann zeichnen können. Und habe eigentlich mit dem Horst dann ein paar Wettbewerbe gemacht, durchaus erfolgreich. Einmal haben wir einen ersten Preis gemacht. Da, da,
da ist dann auf einmal in der Nacht die Tür, am Abend die Tür aufgegangen, steht ein großer Mann, Hauptschule Kitzbühel haben wir gewonnen, dann ist die Tür aufgegangen, steht ein Mann in der Tür und sagt, bin ich hier im Büro Basson? Ja, er hat gesagt, ich bin der Bürgermeister von Kitzbühel. Da hast du gesehen, er wollte nur schauen, wie schaut das da aus mit dem. Und wie er gegangen ist, hat der Horst gesagt, den kriegen wir nicht, den Auftrag. Das sag ich. Und so war es auch. So war es auch, ja. Bitte? Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich mich auf der Technik dann beworben und durch den Horst mit den vielen Diskussionen in die Nacht, ihr kennt es alle, mit viel Alkohol und nur über Architektur geredet. Das war wunderbar für mich und habe dann sozusagen viel Lesen angefangen, bin nach Amerika gefahren, habe Frank Lloyd Wright studiert und auf der Technik, das war sehr toll, weil ich habe gewusst, ich muss ja im Umgang mit den Studenten muss ich eine Position haben, ich muss ja auch, also, nicht? Und das war alles sehr gut für mich. Was ich auch noch vom Horst gelernt habe, das ist sozusagen, er war ein sehr politischer Mensch und streitbar natürlich auch sehr. Nicht? Und zum Beispiel zu unserer Zeit, damals war das mit dem Heimatstil aus der Nazi-Zeit, das war schon eine wilde Belastung. Und ich glaube, da waren auch wir, du gehörst auch zu der Generation, da haben wir unheimlich kämpfen müssen, Land auf, Land ab, weil zum Beispiel Heinz Matter-Strehli hat prinzipiell sehr viel am Land gebaut. Also es hat andere, ich sage keine Namen, es hat andere gegeben, die haben nicht gerne am Land gebaut, lieber in der Stadt, war es ja auch leichter. Aber da haben wir uns wirklich eingehängt und ich kann mich erinnern, die ersten Jahre bin ich ganz wenig am Abend daheim gewesen, weil ich immer in Gemeinderäten herumgeguckt bin und vor allen Dingen danach nur ein Bier trinken gegangen bin, weil sonst vorher, du erfährst ja erst dort das, was wichtig ist, nicht? Das andere erfährst ja nicht. Und da war dann die Zeit, eher Zufall, dass wir drei uns gefunden haben, wobei der Karl-Heinz ist ja ein Freund von mir, mit dem ich ja schon in Wien gewohnt und studiert habe. Den Dieter Matter habe ich überhaupt nicht vorher gekannt, aber wir haben uns dann irgendwo bei einer Wettbewerbsausstellung gefunden und der Karl war ja auch beim Machen, der Dieter auch. Auf jeden Fall, wir haben dann irgendwann so schon ein bisschen gestaffelt, haben wir gesagt, wir probieren es miteinander und wir wollen vor allen Dingen jetzt bei Achammer haben wir einfach genug an Industriezeug gemacht, das hat uns nicht mehr so taugt, also wir wollen andere Sachen machen. Nicht? Und so haben uns dann da echt eingekaut. Und jetzt möchte ich vielleicht ganz kurz, weil ich das so herausgelesen habe, sagen, wie wir gearbeitet haben. Am Anfang hat jeder für sich gearbeitet und hat, wenn ihm einer geholfen hat, dem anderen eine Rechnung gestellt. Und es war so furchtbar, dass man draufkommt, dass wir dann immer noch Rechnungen schreiben, aber nichts mehr arbeiten. Nicht? Das war nicht gut. Und der Karl hat dann mit seinem Schwager geredet, der hat gesagt, der hat mir Salz in einen Topf hauen und nachher habt ihr das ganze Zeug los. Und das haben wir getan und haben 35 Jahre alles gedrittelt bis zum kleinsten Detail. Ich habe immer gesagt, wenn ich jemanden ein Nachtkastel entworfen habe und hätte 300 Schilling Honorar bekommen, dann wäre ich in der Früh, hätte den Karl einen 100er gegeben und den Dieter einen 100. So haben wir das haben wir ganz stur durchgezogen. Und da wir ja alles über Wettbewerbe, unser ganzes Büro nur über Wettbewerbe aufgebaut haben, haben wir eigentlich eine ganz gute Methode gehabt. Gell? Also wenn die Ausschreibung am Tisch war, hat jeder sich kopiert. Wir haben vereinbart, wir sehen uns jetzt 14 Tage, reden wir miteinander über das Projekt kein Wort. Jeder soll eine Idee entwickeln. Gell? Und dann gibt es einen Tag X. Haben wir gesagt, und da hocken wir uns auf den Tisch und jeder muss seins vorlegen und jeder wollte natürlich den anderen übertrumpfen. Das ist ganz, ganz menschlich. Nicht jeder wollte
sagen können, das war meine Idee. Nicht? Und da waren wir aber dann, glaube ich, das war ganz gut. Wir haben uns so gut verstanden und waren so irgendwie doch fair zueinander, dass wir eigentlich wirklich gnadenlos die beste Idee ausgesucht haben und gesagt haben, in dem Fall ist das wirklich spitze, das machen wir. Und dann haben wir drei uns alle auf das voll drauf geschaut. Also es war dann wie unser eigenes Projekt. Und das, glaube ich, war ganz gut. Und wenn wir einen Wettbewerb gewonnen haben, was nicht wenige waren, dann wurde immer der Projektleiter logischerweise, der die Idee hatte, die zündende. Aber die anderen haben voll mitgemischt, immer. Das war uns sehr wichtig. Und an der Umsetzung kann man aber dann doch erkennen, wenn ihr ein bisschen unsere Arbeiten kennt, wer wo Projektleiter war. Ich habe mir nur drei Beispiele aufgeschrieben. Die Aufstockung Kopfklinik, da spürt man den, habe ich mir aufgeschrieben, den technikverliebten Karl Heinz. Ja? Am Wohnhaus Kärntnerstraße, kleines Wohnhaus an der Sihl, den ordnungsliebenden Dieter Mattheu und beim M-Preis Bramberg den bodenständigen Jörg Strehli. Also das, ich glaube, das charakterisiert uns so, wie wir waren. Vielleicht etwas sind wir ganz schön stolz gewesen. Wir haben in einem Jahr 10 Wettbewerbe gemacht, 4 erste Preise, 6 Preisränge und die 4 ersten Preise haben alle gleichzeitig gebaut. Und das war Wahnsinn. Auf einmal ist aus einem Büro mit 3 Mandeln, ein Büro mit 3 Mandeln und 12 Mitarbeitern geworden. Also da, wir haben von allen Dingen keine Ahnung gehabt, von den praktischen Dingen. Deswegen war es uns aber auch wichtig, weil wir doch so viel zusammen waren, war es ganz wichtig, dass wir vom Anfang an, hat jeder von uns seine eigenen Sachen gemacht. Das waren natürlich immer eher die kleineren und auch die sehr persönlichen. Nicht? Also, weil wenn einer mit einem Einfamilienhäusl zu dir kommt, will er nicht mit 3 Leuten reden, da will er mit einem reden. Und so war das. Und das haben wir sehr verfolgt. Und jetzt sage ich euch vielleicht schnell ein paar Bilder von Heinz Mattheu-Strehli. Muss man nur da noch am... Ich bin leider nicht so ein guter freier Redner, das sind ja einen Anhaltspunkt brauche ich. So. Ja. Aha. Wieso ist das eigentlich als erstes? Das habe ich jetzt gar nicht überrissen. Ich wollte euch nämlich Heinz Mattheu-Strehli-Projekte zeigen und dann meine eigenen. Das ist aber mein eigenes. Also gut. Dann zeige ich euch halt meine eigenen. Es war mein erstes Haus überhaupt, 1969, für den Dieter Komplei. Und das hat eigentlich, das ist ein Einraumhaus. Also es gibt innen drinnen überhaupt keine Abtrennungen, sondern da gibt es eine Schlafnische, eine Essnische, eine Wohnnische und noch eine zweite Schlafnische für ihre Tochter. Und oben, und im Zentrum ist Küche und Bad und Klo und da habe ich ein bisschen eine niedere Raumhöhe gemacht und dadurch hat sich darüber sozusagen so ein einfach ein Zimmer, das vierseitig verglast ist und wo man in alle Richtungen schauen konnte, vom Habicht bis zur Nordkette. Und der Dieter Komplei war, muss ich dazu sagen, der richtige Bauherr für sowas, weil so eine radikale Einstellung, also das mit durchzuziehen, das finde ich ja nicht leicht. Nicht? Aber für den Dieter war das ganz klar und wir waren damals sehr, sehr enge Freunde und deswegen habe ich auch das Ding bis zum Rohbau habe ich alles mitgebaut. Also ich bin jeden Samstag, Sonntag habe ich da unten mit ihm gebaut, haben wir wie die Ägypter. Mit Stampfen und so weiter. Aber es war für mich sehr lehrreich, weil ja ich erstens Gymnasiast bin und zweitens eigentlich 2 linke Hände habe, sagt der Veit immer, mein Sohn. Also, und deswegen war es ganz gut und deswegen habe ich gesehen, was ich für einen Respekt habe vor Handwerkern
Und ich glaube, das ist vielleicht wieder ein Grund, warum ich mit Handwerkern ganz gut auskomme. Weil ich eigentlich merke, ja, das kann der gut, aber ich kann das überhaupt nicht. Und das schätze ich. KomplettInnen, also 1969. Gell. Dann das Haus Basser. Ja, das ist eines meiner ganz, wie soll ich sagen, ja, das hat die in vielen Veröffentlichungen die Runde gemacht. Was so toll war, das ist eine große Bauernwiese und ich habe eigentlich versucht, überhaupt nicht in diese Wiese hinauszugreifen, sondern ich habe das total kompakt in die Wiesen eingestellt und habe gesagt, da kann man nicht jetzt da in den Garten hinaus leben oder so, sondern da gibt es nur eine Terrasse, die gehört aber zum Haus, ist ein Teil des Hauses, deswegen sieht man eh vorne ein bisschen. Und an sich liegt es natürlich sensationell schön, das ist da auf der von Delfs Ost Richtung Mösern auf. Also man hat einen sensationellen Blick, den man halt ausholen musste. Das ist eh klar. Der Bauherr war der Horst Basser, der damalig sehr bekannte Statiker. Warum er zu mir gekommen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich draufgekommen, dass es ihm so gegangen ist wie vielen Bauherren, wie der Keller gestanden ist, hat er mich angerufen an einem Montag und hat gesagt, du, das ist alles viel zu klein. Ich möchte es abreißen wieder. Ich möchte es einfach abreißen. Ja. So, das ist der Innenraum. Dort hat er übrigens das Glück gehabt, alle Möbel machen zu können. Das ist alles von mir. Also ich halte mich jetzt einfach nur mehr da. Ich habe also sehr verschiedene Sachen gemacht. Kleine, selber natürlich schon eher die wirklich kleineren, aber da gibt es auch ein paar größere. Das ist das Grab meines Schwiegervaters in Graz, der eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit war. Und ihr wollt sozusagen das zum Ausdruck bringen, dass er eben nicht in ein Schema gepasst hat, sondern herausgeschoben war. Das ist ein Doppelhaus. Mit einem von den beiden bin ich immer noch sehr befreundet. Und die hatten ein ganz schwieriges Verhältnis zueinander. Und da war es eben ganz wichtig. Im Grunde sind es zwei Einfamilienhäuser, die so zusammen stehen, zwar, aber in dem Schlitz, da dahinter sind immer nur die Stiegen, also sozusagen die Verkehrsflächen. Und der eine schaut da hinüber und der andere schaut da hinüber und der eine hat die Aussicht nach Osten wunderbar, der andere hat halt die Westsonne. Dann, das ist Pfarrsaal in Hötting. Das war ganz spannend. Gell? Man sieht auf der rechten Seite die Kirche. Die Kirche ist übrigens die erste Betonkirche weit und breit, 1906 fertig geworden und das Widum dazu, auch gleichzeitig natürlich. Und die zwei stehen in einem schrägen Winkel zueinander. Und da war eben die Aufgabe, war jetzt am Pfarrsaal da irgendwo hineinzubauen und das habe ich eigentlich, glaube ich, nach einem altbewährten Mittel angepackt, einen Rundbau. Weil der Rundbau ist eine Drehscheibe und kann mit jedem Winkel korrespondieren und so steht er ganz selbstverständlich da drinnen. Das ist auch ein beliebtes Thema von mir, dieses zarte Dach, das über einem eher massiveren Sockel schwebt. Das ist vielleicht die Sehnsucht, auch die Dinge nach oben immer aufzulösen und leicht zu machen. Auf das komme ich noch zu reden. Das ist ja ganz das gleiche Motiv, wie man sieht. Das ist eine Aufbauungskapelle in Stans. Wobei da etwas wichtig war, der Sockelbau ist aus dem gleichen Stein gebaut wie die Kirche.
Also so ist materialmäßig schon eine ganz gute Verbindung da. Dann habe ich mit meinem Sohn diese Brücke gemacht. Das ist eine Fußgängerbrücke, 50 Meter Spannweite, keine Hängebrücke, sondern eine Spannbandbrücke, ganz leicht und luftig. Darunter geht, tief drunter geht eine Straße durch. Dann, ich habe einen, so ein bisschen wie im Zillertal, da kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus. Und da, das war ein Wettbewerb, den ich gewonnen habe, ein kleiner. Und das ist das Naturparkhaus von Ginzling. Das eigentlich eine tolle Aufgabe war. Und zwar, das Foto zeigt es fast am besten, in der Gegend dort, ich weiß nicht, wer schon einmal dort war, da liegen sehr viel riesige Granitblöcke, fast hausgroße Trümmer, die von weit oben irgendwo heruntergefallen sind, die liegen da herum. Das war so eigentlich das Thema. Ich wollte einfach auch so einen gelandeten Felsbrocken dort hinstellen. Das war so das, ja. So, das ist ja nicht weit weg, gleich da hinten. Ja, die Mäntelvilla, das war schon was ganz Besonderes. Muss ich sagen, für mich, weil das war auch eine Aufgabe, die mich in eine ganz andere Richtung gefordert hat. Auch weil ich bin dann sehr viel, weil das gehört ja dazu, ich bin ganz viel auch da im alten Confydro, ich weiß nicht, wer das kennt, das war da unten bei den Viaduktbögen, da bin ich ja sehr viel gewesen und habe mit den Leuten und mit den Betreuern, war ich viel beieinander, um das auch irgendwie zu begreifen. Und ich muss sagen, der Bauherr war die Caritas und die waren aber wirklich, das war eine tolle Sache, das muss ich sagen. Also und das Haus haben wir so richtig entwickelt und ich gebe zu, ich sehe das immer als Dialog zum Welzenbacher, also nicht jetzt als Kind vom Welzenbacher, sondern weil es gibt ja vom Welzenbacher viele Türme oder er wollte ja einige Türme in der Stadt bauen und so. Und der Turm übrigens hat sich vollkommen aus ganz rational ergeben. Aus dem Bebauungsplan primär und aus der Lage des Grundstücks. Und hat sich eigentlich sozusagen das Volumen, die Höhe und die Dinge sind, das hat sich alles ergeben. Und dann habe ich also sozusagen aus der Form was herausschnitzen müssen. So ungefähr war das. Ne? Ich erlebe es nicht mehr, es wäre schade. Wenn das also in die Richtung einmal käme, dann ist es fast weg. Ja, das muss ich zugeben, das tut mir in der Seele weh. Aber ich habe das ein bisschen, ich will jetzt nicht euch da langweilen, aber es schaut, glaube ich, überhaupt nicht danach aus. Gar nicht, weil... Das Buff wird ja auch nicht weggehen. Ist ja ein guter Platz. So, und dann die M-Preise an sich bei Heinz Matastrelli habe eigentlich alle ich gemacht, das kann ich schon sagen. Und diesen letzten, den habe ich aber wieder allein gemacht, weil das, den habe ich erst vor 2016 fertig gemacht, nicht? Und das, an der Stelle ist ein alter gestanden und von dem habe ich sozusagen nur ein paar Mauern stehen lassen, alles andere habe ich abgerissen und habe dann sozusagen dieses neue, flache Gebäude, was mir sehr wichtig war, dass das sozusagen sich doch in diese dichtere Bebauung einfügt, dahinter der Kirchturm, dass das halt nicht alles weg ist. Und was eine Liebe von mir ist, ich habe es gern, wenn eine Konstruktion so ist, dass man sieht, wieso sie so ist. Also es gibt
gibt Einpreise, die haben nur eine glatte Decke und man weiß eigentlich nicht, wie hat er das gemacht. Meinen Einpreisen kann man eigentlich immer sehen, wie die Konstruktion wirklich geht. Ja, das geht auch, gilt dann für einen Einpreis in Dauer genauso, das Gewölbe mit den Spannkabeln drinnen und so weiter. Ja, ich bin übrigens total aus dem Konzept gekommen jetzt, stelle ich fest, mein Vortrag hat sich umgedreht. Es tut mir leid, aber könnt ihr mir ein bisschen Licht machen, dass ich vielleicht wieder ganz kurz orientieren kann, wo ich da umgehe? Ja, jetzt gehe ich in ja. Aber ich wollte euch jetzt noch, lass mal das so stehen. Ich wollte euch nur sagen, weil du hast auch von deinen Vorbildern geredet und ich habe ja natürlich auch welche, ist eh klar. Also feststeht, Horst Barson war der Wichtigste. Sehr wichtig war Ottmar Barth für mich, weil ich ja genau in der Zeit Assistent auf der Technik war und bilde mir ein, mitgeholfen habe, den Barth, dass der Barth berufen wird. Also ich habe mit dem Wanko und mit dem Daum und mit dem Weinlich, der ja mein Chef war, Stimmung gemacht und immer gesagt, der ist super und der ist gut. Und da haben wir Exkursionen organisiert von der Technik, sind runtergefahren in die Cusanus Akademie und so weiter. Und so ist er dann gekommen, das war toll. Und der hat Vorlesungen gehalten, die waren einfach großartig. Also ich habe fast alle gehört, man ist sogar in diesen blöden Zeichensaal, ist man hinten auf den Bänken gestanden, damit man ihn noch gesehen hat, weil er war ja so ein kleines Mandel und hat sehr leise geredet, aber es war toll. Ich habe dann auf einer großen Amerika-Reise, bin ich mit ihm eine ganze Woche, ich habe fahren müssen und er ist neben mir gesessen, also das war überhaupt eins vom Besten. Mit dem Lackner, der natürlich damals ganz wichtig war, habe ich kein gutes Verhältnis gehabt. Aber ich glaube, das haben eher einige nicht gehabt. Mein Vorbild Horst Barson am allerwenigsten. Die haben sich ja, am liebsten hätten sie sich die Messer eingerennt. Aber er war die Messlatte. Und das muss man schon sagen. Die Messlatte, das war, jeder hat gespürt, also der Lackner wird das sehen und was wird er sich denken vielleicht, auch so. Gell? Also hat er schon fast ein bisschen einen Druck gezeigt. Und von den großen Meistern ist natürlich für mich Frank Lloyd Wright, den habe ich durch den Horst kennengelernt, bin ja dann hinübergefahren. Und einer meiner wichtigsten ist der Schindler, Rudolf Schindler. Der hat mir einen Mordseindruck gemacht, muss ich sagen, nicht? Und seine Auffassung von differenzierten Raum, Gestaltung, Materialisierung, seine Art Details und Konstruktion, die damit verbundene Leichtigkeit von Dach und Wand, diese Leichtigkeit, das hat der wirklich können. Also der war da ganz groß. Aber er hat auch über Heizung, Lüftung, Beleuchtung, über Raumklima und Raumatmosphäre hat er ja geschrieben und deshalb habe ich schon toll gefunden. Also das war für mich wichtig. Gell? Von den lokalen Meistern natürlich Lois Welzenbacher. Die Architektur, die Sigrid Hauser schreibt, die Architektur nicht in erster Linie zum künstlerischen Selbstzweck sieht, der Welzenbacher, sondern als Medium, um die Charakteristik eines Ortes sichtbar zu machen, also eine Landschaft zum Sprechen zu bringen. Das ist schon was. Zuletzt noch der Erskine. Ich weiß nicht, obwohl, werdet ihr ja schon alle kennen. Erskine, bei dem ich auch selber mal wieder Studienreise mit Barth, den haben wir mal besucht, war ein total toller Bursche, muss man sagen. Und da hat man halt im Wohnbau wirklich was gelernt und seinen Spruch, den verwende ich immer wieder, Wohnbau ist die Architektur mit dem kleinen A. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Also der hat wirklich einen Wohnbau gemacht, den die Menschen angenommen haben. Die haben sich da wohl gefühlt. Im Grunde fühle ich mich natürlich, ich fühle mich schon zur klassischen Moderne irgendwie verpflichtet, sowohl architektonisch, aber auch sozial. Weil
Die Zeit hat ja auch viel Soziales dabei gehabt und das ist mir schon wichtig. Und sonst interessiert mich natürlich auch wieder jede neue Bauweise. Ich bin zum Beispiel jetzt zum ganz guten Holzbauer geworden. Wenn man mich fragt, denkst du von innen nach außen oder umgekehrt, dann muss ich eher sagen, schon immer noch von innen nach außen, aber nicht ausschließlich, das wäre wieder doch nicht. Jetzt habe ich noch so drei Gedanken, habe ich mir aufgeschrieben, die eigentlich so auch in unserer Dreiergruppe immer ein Thema war, das Thema waren. Der Raum mit Licht und Wegführung, dann die Angemessenheit und der Gebrauch oder das intelligente Bauen habe ich es genannt. Zum Raum. Der Raum kann eigentlich nur, das habe ich mal da gibt es einen deutschen Philosophen, der über Raumwahrnehmung so einen Schinken geschrieben, das habe ich mal gelesen. Und irgendwie stimmt das. Er hat geschrieben, der Raum kann eigentlich nur in der Fortbewegung erfasst werden. Und daher ist die Orientierung im Raum ein wesentlicher Teil der Raumwahrnehmung. Also ist die Weg- und Lichtführung ein wesentliches Mittel. Der Raumgestaltung, eng oder weit, das wissen wir eh alle, hoch oder nieder, hell und dunkel, rau und glatt, bis farbig und neutral sind die Instrumente, mit denen die gewünschte Akzentuierung der Räume und der Orientierung in ihnen erreicht wird. Was ich so empfinde, weiß nicht wie, die heutige, oder vielleicht heute ist es schon wieder nicht mehr so, es ist schon wieder eine Umkehr, aber die Mode, die Außenhaut, aber auch die Räume möglichst durchsichtig zu gestalten, das führt aus meiner Sicht dazu, dass das Außenlicht gar keine Reflexionsflächen hat und somit so wenig akzentuierte und so diffuse Räume und Raumfolgen entstehen. Und wenn ich an den Corbusier denke, der gesagt hat, dass Architektur ist das Spiel der Körper im Licht, das findet da gar nicht mehr statt. Und ich sage immer, nichts ist schöner als ein Streiflicht auf einer Wand mit einer Textur, mit einem rauen Putz zum Beispiel. Zur Angemessenheit. Architektur steht immer im Zusammenhang mit seinem näheren, aber auch weiteren Umfeld. In dem Sinn ist die Architektur sogar ein soziales Wesen, das sich nicht aus der Gemeinschaft abkoppeln kann. Also jedes Bauwerk hat eine Aufgabe, die kann wichtig oder unwichtig sein. Soll das Bauwerk hervortreten, sich wichtig machen oder vielleicht zum weithin sichtbaren Zeichen werden oder soll es sich einfügen und unterordnen? Beide Wege können richtig sein. Hier das Richtige herauszuholen, das finde ich ist eines vom Wichtigsten, was wir Architekten machen müssen. Ja, der Gebrauch oder das intelligente Bauen, das ist schon, ich lese sehr gern Otto Eicher und da, die Architektur soll ja dem Mensch dienen und nicht umgekehrt. Und deswegen müssen wir wirklich, also ich glaube, den Fehler sollte man nicht immer machen, wir sollten auch, natürlich nur auch, auf die ganz normalen Bedürfnisse des Alltags eingehen. Natürlich auch auf die sinnlichen, emotionalen und so weiter. Auch im Wohnbau, ganz wichtig, nicht? Weil das ist eigentlich, die Behausung ist sowieso das Wichtigste für einen Menschen. Aber der Architekt leidet ja darunter oder hat halt das Dilemma, dass wenn das Werk fertig ist und wenn es benutzt wird, erst dann siehst du, ob das richtig war oder nicht, was du gemacht hast. Nicht? Und da kannst du eigentlich nur, was dir übrig bleibt, ist schauen, war es richtig, was habe ich falsch gemacht und was kann ich daraus lernen. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ein Haus, in dem das Raumklima nicht passt, der Schallschutz nicht passt, die Privatheit nicht passt und vieles mehr, ist einfach ein Problem. Und deswegen hat der Otto Eicher von dem nicht mehr brauchbaren Gebrauchsgegenstand geredet. Nicht? Also da hat er in seinem Birchl so seine Gabel, die so überdesignt ist, dass man eigentlich ganz was Normales nicht mehr im Mund einbringt. Nicht? Der Rudowski hat gesagt, nicht eine neue Bauweise, sondern eine neue Lebensweise tut Not.
An das glaube ich schon, aber ich glaube doch, dass daraus wieder eine neue Bauweise sich entwickeln wird und das ist auch gut so. Und da habe ich noch ein letztes Zitat und das finde ich so gut. Das ist der australische Pritzker-Preisträger Glenn Merker, der hat, sein Motto ist, das Gewöhnliche ungewöhnlich gut tun. Das war, und jetzt zeige ich euch, jetzt muss ich euch die Bilder noch von Heinz Matter Strehli zeigen. Geht nicht anders. So, das war von diesen vier ersten Wettbewerben einer dieser Preise. Berufsschule Feldkirch. Und zwar an der Rebberggasse. Also diese Straße ist die Rebberggasse. Das heißt, auf diesem Hang waren früher Weingärten. Und aus dem hat sich das entwickelt, dass wir diese Schule so, die hat nämlich letztlich 5 Geschosse. Und die haben wir dann so hinaufgestaffelt, dass eigentlich unten an der Rebberggasse ist es eingeschossig und maßstäblich ganz, also fügt sich da sehr gut ein. Das organisatorische Grundprinzip ist eigentlich, wie soll ich sagen, fast wie bei einem Skelett, vorne der Kopf und über diese schrägen Oberlichter führt eine Hauptachse durch die Schule mit lauter Querstraßen oder Nebenstraßen. Also ein klassisches, einfaches Erschließungsprinzip. Für diese Schule haben wir die Bauherrenehrung bekommen, das hat uns damals schon gefreut, ja. Kann man ja sagen. Seht ihr, so liegt sie da drinnen, da sieht man hinten, im Hintergrund sieht man Feldkirch. Dann, also das sind jetzt alles Arbeiten von Heinz Matter Strehli. Unser Bürohaus, also in dem wir nur im obersten Stock auch nur die eine Hälfte als Büro hatten und dort waren andere, ein Vermessungsbüro, ein Statikbüro und noch ein kleines Architekturbüro, aber es war eben ein kleines Bürohaus, das wir für uns selber geplant haben. Also, und deswegen war sozusagen Sparen auf Teufel komm außer. Zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, das Haus, die ganze Fassade, die ist nicht von einem Gerüst aus montiert worden, sondern oben unterm Dach sieht man eine Schiene. Diese Laufschiene läuft rundum und um und ist die Laufschiene für den Putzwagen. Und bei der Montage haben wir da den Montagewagen eingehängt und von dem Montagewagen aus ist die ganze Fassade rund ums Haus montiert worden, was uns ja sehr viel Geld gespart hat. Nicht? Ansonsten ist es total flexibel, es sind nur Geschossdecken mit Säulen und das Ende der Geschossdecke, das sieht man unten ganz gut, oder ja, in jedem Geschoss, ist die Brüstung so schräg auf, wie eine Hutkrempe dadurch erstens sind die Geschossdecken versteift worden und gleichzeitig haben wir das Licht tiefer in den Raum gebracht und haben sogar ein bisschen eine gewisse Speichermasse noch gehabt. Ansonsten würde ich heute vielleicht eben, habe ich ja zuerst über das Glas ein bisschen mich negativ geäußert und weiß ich nicht, ob wir es noch einmal so machen würden. Endpreisdauer. Wir haben ja viele Endpreise gemacht. Und mit dem sind wir sogar auf der Biennale in Venedig gewesen. Und das Thema war da über dieser hohe Teil mit der Verglasung, das ist so wie die kleine Markthalle. Man geht da hinein und dreht sich dann um 90 Grad um und geht dann in den hinteren großen Teil, das Gewölbe. Also sozusagen wie früher das Gewölb, wo die Lebensmittel, die meisten Lebensmittel gelagert sind, ganz kühl, wenig Sonneneinstrahlung, also eigentlich ideal. In der Zwischenzeit haben wir umgebaut ein bisschen und haben die Vorderfront aufgerissen und haben da ein großzügiges Baguette dran gehängt und jetzt öffnet sich es ein bisschen mehr. Sonst ist eigentlich im Prinzip alles gleich geblieben.
Dann eben, wie ich schon einmal erwähnt habe, die kleine Wohnanlage in der Kärntnerstraße, die ganz klar geordnet ist. Dann, das ist die Holzwerkstätten in Mödling, also das Ganze ist die HTL Mödling. Es ist, glaube ich, die größte Schule in Mitteleuropa überhaupt, mit über 4000 Schülern, riesig. Und genau dieses Quartier, das man da sieht, genau das, also ist als Bauplatz zur Verfügung gestanden, war ein europaweiter Wettbewerb, den wir damals dann gewonnen haben. Und die große Kunst war, alles ebenerdig unterzubringen, weil wir haben von Anfang an gesagt, Holzwerkstätten, wenn die dort lernen, dann muss das so sein, wie auch eine Werkstatt ist. Und die ist ebenerdig. Eine Tischlerei, eine Zimmerei ist im Grunde ebenerdig und nicht im ersten Stock. Sehr viele haben aufgrund dieser beengten Platzverhältnisse zweigeschossige Lösungen mit riesigen Liften und Tod und Teufel gemacht. Und bei uns ist das Watschen einfach und durch zwei Straßen erschlossen, also so, wo man mit LKW hineinfahren kann. Also das war, hat die, glaube ich, überzeugt. Gebaut haben wir etwas, was wir da verfolgt haben. Das waren schon die ersten Ansätze zum industriellen Holzbau. Wir haben gesagt, keine Leimbinder. Leimbinder gibt es Millionen Mal auf der Welt. Und was ist mit der Platte? Die Platte nicht nur als Wand oder als Verkleidung, sondern auch für Träger herzunehmen. Und diese Träger, die spannen sich immerhin 27 Meter weit, sind aus Kertoku, das ist ein finnisches Sperrholz, zusammengesetzt. Und das war irgendwie, aus dem hat sich sehr viel ergeben. Wir haben dann auch, wie soll ich sagen, alle Materialien eingesetzt, die so im Holzbau, der Boden war aus Holz, aus massiv Riemenboden, die Wände aus dem, aus OSB-Platten und. Wir haben alles verwendet, damit die Schüler eben auch sozusagen da ein bisschen was lernen können. Das ist der M-Preis in Bramberg. Das konnte ich dem Hans-Jörg Mölk verkaufen mit dem ganz einfachen Erklärung. Ich finde, der M-Preis ist nichts mehr wie eine Scheune oder ein Staudel für Lebensmittel. Einfach ein Behälter und da sind Lebensmittel drinnen und da geht man einkaufen. Und das hat ihn überzeugt. Und ganz, das ist nur ein Detail, dieser Sonnenschutz, das sind keine Holzlamellen, sondern diese Lamelle setzt sich aus vielen kleinen Leisten zusammen mit Abstand, aber so genau aufgeteilt, dass praktisch nichts hinein, keine Sonne hineinfällt. Und trotzdem das Wasser immer abbrennen kann und das alles auftrocknen kann. Und interessanterweise, die M-Preis-Leute tun ja ihre Märkte auch raumtemperaturmäßig und immer, da gibt es Protokolle und die werden verglichen und da schneidet der überraschend sehr gut ab, obwohl er aus Holz gebaut ist, was ja keine gute Voraussetzung ist. Nicht? So schaut die Geschichte von innen aus, also man sieht dann doch, die Natur kommt noch einer, nach Norden ist das Haus, ist der M-Preis natürlich total offen. Und das war dann eine unserer aller wichtigsten Bauten in Innsbruck, Kopfklinik. Da stammt die zündende Idee von Karl Heinz. Die Stadtplanung hat sich nämlich vorgestellt, auf dem Bestand wird ein Bettengeschoss drauf gemacht und dann oben drüber die Haustechnik. Nicht? Und der Karl ist eines Morgens ins Büro gekommen und hat gesagt, ich glaube, ich habe eine Idee, wir drehen das um. Wir machen das Bettengeschoss ganz oben, können übrigens dann in den Gängen Naturlicht genießen über Oberlichtkuppeln und so weiter. Und das Technikgeschoss ist ja viel kleiner, das springt dann weit zurück und dann schwebt es da oben. Und dann war es natürlich auch aus anderen Gründen, ich könnte da eineinhalb Stunden lang oder noch länger darüber erzählen, was da alles los war. Das war eines unserer, es war wirklich wahrscheinlich das schwierigste Projekt, das wir je gemacht haben.
Aber da war natürlich auch Hightech, war da gefordert. Das Ganze ist nur aus Stahl gebaut und alles musste möglichst leicht und nur montierbar sein und so weiter und so fort. Also das seht ihr, und das ist so. Und mit den neuen Fluchtstiegenhäusern, die ja auch von uns sind, glaube ich, dass wir dieses Gebäude völlig, das schaut völlig neu aus, ganz anders aus. Also das, was vorher war, ist einfach tritt in den Hintergrund und es gibt ein ganz neues Bild. Und jetzt, glaube ich, sind wir schon am Ende. So, jetzt bin ich auch fertig. Nein, jetzt pass auf, wollte ich euch noch die Spur erklären. Jawohl. Die Spur. Erstens bin ich natürlich ein ganz guter Skitourengeher mit vielen, vielen Touren und das habe ich sehr geliebt. Aber im Grunde ist das eigentlich eher ein bisschen sinnbildlich zu sehen. Es war immer so, ich hoffe, ihr versteht, es soll jetzt nicht anmaßend sein, aber es war so immer eine Idee, dass man eine Spur legt, also in dem, was wir tun. Eine Spur legen, wo die wichtigen Dinge im Gleichgewicht sind. Die Ökonomie, die ist ja beim Gehen sehr wichtig. Man kann der Spur so blöd anlegen, dass man schnell erschöpft ist. Die Sicherheit, also es sind halt die rationalen Dinge, die wie ich gemeint habe, auch der Gebrauch, also dass man etwas gut nutzen kann. Also. Und natürlich die Ästhetik. Und wenn man die Dinge in eine Balance bringt, dann ist es so eine Spur was Tolles. Nicht? Und das Spurlegen auch was Tolles, wobei dann ganz wichtig, muss man immer dabei sehen, eine Spur macht man nicht allein. Allein das hatten ja schon einer fotografiert. Also eigentlich braucht man immer Gleichgesinnte, die auch vorgehen. Weil wenn man viel spuren muss, kann man nicht alles alleine spuren, da gehen wieder andere vor. Also es ist eher so ganz sinnbildlich zu verstehen. Ja, und das ist eigentlich die Erklärung. Schön. Zu dem, wie ich das auffasse. Ja. Ha. Vielen Dank für diesen Vortrag. Ich glaube, es war gut gewählt, zwei Persönlichkeiten vorzustellen, die doch sehr unterschiedlich sind. Etwas bevor ich das Publikum bitte, die Diskussion zu eröffnen, möchte ich euch beide noch fragen. Ihr habt beide mit einem metaphorischen Bild geendet. Das vereint euch jetzt im Moment, aber es trennt euch auch viel. Und jetzt möchte ich ganz gern wissen, ob ihr zwei euch noch etwas gegenseitig oder mit uns oder für uns noch einen gewissen Disput führen wollt oder ob ihr das Diskutieren gleich an das Publikum weitergeben wollt. Ich würde mir wünschen, dass ihr vielleicht doch noch ein paar Worte zueinander findet, weil es gibt viel Gemeinsames, aber auch sehr viel Trennendes. Und der Vortrag war auch sehr unterschiedlich aufgebaut und ich glaube, das ist interessant, noch einmal zu hören, wie ihr euch vielleicht selber noch darüber reflektieren könnt. Jetzt, oder? Jetzt, ja. Also kurz vielleicht, dass das Publikum noch dazu kommt, etwas zu sagen. Aber es würde mich jetzt interessieren. Oder uns interessieren. Ja. Dass ihr zu dritt wart, oder wir auch zu dritt sein. In Wahrheit sind wir leider zu zweit, nur der Manzl und ich, gell? Weil der Rich Hannes in St. Johann ein eigenes Büro hat. Ne? Wir waren am Anfang. Wir sind Freunde und wir sind gestartet, genau. Und ihr wart natürlich das etablierte Büro. Ja? Und wir haben angefangen. Und ein Motto von uns, Fratzen, präpotente Fratzen, war. Also geht's nicht? Ihr wart
Ihr wart das etablierte Büro zu dritt und wir waren eigentlich zu fünft. Also wir drei, Manselrich Sandner, der Rainer und der Rainer Raimund. Ja, so haben wir angefangen. Und da waren so frech und gesagt, wir gehen nie in ein Büro. Ja, weil wir sind eh schon so gut. Unglaublich. Also unglaublich präpotent waren wir. Das fällt mir heute noch auf den Kopf, weil ich allein kann nicht bauen, muss ich schon sagen. Ja? Und wir hätten es gelernt. Und unsere Freunde, Brandner Seib und, die sind ja alle zu euch gegangen. Ne? Und ihr habt es ja ausgebildet. Ne? Und wir fratzen eben nicht und haben es uns halt müssen dann selber kämpfen. Ne? Also das ist der Unterschied. Ne? Und unser Büro war, da kann man die Mitarbeiter, kann man sie fragen, also meine Idee ist, wir sind wie eine Band, ja? Wir arbeiten pro Projekt einfach zusammen. Ich will nie die Verantwortung übernehmen für ein Architekturleben. Ne? Also wir arbeiten pro Projekt und so wie eine Jazzband und dann trennt man sich wieder und in Wahrheit haben wir uns eigentlich eh nicht getrennt. Ja. Und dann war die Idee, war auch so eine Idee, ihr könnt es nur dann, also kommt es bitte, wenn ihr Zeit, also wenn ihr Lust habt. Ja. Unglaublich. Und dann war noch die Idee, die heißt bei mir Bocchanti. Bocchanti, das war, also einer fängt an, bis er nicht mehr kann, der nächste haut die Hand drauf, oder? Tut weiter, bis der Unterste sich wieder erholt hat und oben wieder drauf tut. So habe ich mir vorgestellt, kann man Architektur machen. In Wahrheit ist es gar nicht so. Ne? Aber so war unsere Vorstellung damals. Ne? Und wir haben natürlich auf euch reflektiert. Aber wir waren so frech und haben gesagt, nein, wir gehen nicht in ein Büro. Aber das war eigentlich ein großer Fehler. Ne? Weil das wirkliche Handwerk haben wir so nicht gelernt. Ja, ja, wir haben natürlich, das habe ich vielleicht vergessen, wir haben natürlich auch voneinander gelernt. Das ist eh klar. Nicht? Aber wir sind eine ganz andere Generation. Gell? Das ist es. Ich bin nicht so... Entschuldigung. Ich bin, ja, wir sind halt vielleicht noch einfach vielleicht altmodischer, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es, uns, gell, der Karl ist ja noch 2 Jahre älter wie ich, also der Karl ist ja 38er Jahrgang und wird 80, genau. Nicht? Aber was schon, ja, das war für uns nie ein Thema, aber ich kann mich erinnern, wie wir, das war eine sehr nette Begebenheit, wie wir da haben wir einen Wettbewerb angeschaut und haben wir irgendwo in Absam ein Bier in der Veranda getrunken, viele Bier, und dann haben wir beschlossen, ja, probieren wir es einmal miteinander. Und dann war das, habe ich eh schon alles erzählt, auf jeden Fall dann irgendwo ist der Beschluss gekommen, ja, wir gehen zusammen. Jetzt sind wir mal wirklich mit zusammen. Und da kann ich erinnern, sind wieder gesessen und dann haben wir, der Karl hat handschriftlich aufgeschrieben, was uns wichtig ist. Und da ist eben auch ganz banal drin gestanden, das Wichtigste für uns ist Architektur und nicht das Geld. Das haben wir mal als für uns alle geltend festgehalten. Nicht? Etwas haben wir gehabt, das traue ich mir ja heute gar nicht sagen. Gell? Keine Frauen, keine eigenen Frauen im Büro. Nein, keine eigenen, weil da hat uns das Büro Passer, der Statiker, der damals der Statiker war, gell, und da hat die alte Frau Passer und die jungen 2 Frauen Passer, weil da gibt es ja Brüder, die haben alle im Büro gewerkelt und die haben... Es war so eine Katastrophe, weil wir haben die ja eben auch, der Karl ist ja mit dem Host so, Passer sogar in die Schule gegangen, glaube ich, also die haben sich ja, die waren ja sehr befreundet. Das war wie eine Horrorvision. Wir haben gesagt, da tun wir lieber selber Staubsaugen und so weiter, wenn es sein muss, aber das wollen wir nicht. Und das hat gehalten bis dann diese Idee aufkommen ist, ja, da gibt es ein Ziviltechnikgesetz und da könnte man seine Verantwortung ein bisschen runterschrauben und so, dann haben wir halt das gemacht. Aber ich sage euch ganz ehrlich,
eigentlich haben wir alle drei diesen Vertrag gar nicht gekannt. Sondern das hat irgendwer aufgesetzt, das hat man einmal durchgelesen, es war uns vollkommen wurscht. Wir haben genauso weitergearbeitet wie vorher und wenn irgendein Problem auftaucht ist, haben wir es ausgeredet, wobei man natürlich auch oft, da ist schon hart zugegangen, gell? Und da haben wir gestritten wie die Wilden. Also so, das gehört ja dazu, nicht? Das ist ja ganz wichtig. Aber es war dann doch wieder, ich sage euch, dieses Wettbewerb machen. Wir haben ja alle Wettbewerbe selber zeichnet, gell? Wir haben niemanden gehabt und das wollten wir auch gar nicht, weil die haben uns, Entschuldigung, es klingt jetzt anmaßend, wir haben immer gesagt, nein, das zeichnen wir selber, weil die machen das nicht so gut. Ja, und der Karl und der Dieter waren außerdem noch sehr gute Modellbauer, gell? Die waren handwerklich. Ich nie. Das haben sie schon gewusst, da war ich befreit, weil das war nichts geworden. Und diese nächtelangen Wettbewerbsarbeiten und da ist geredet worden und diskutiert worden. Wir sind ja in der Tempelstraße, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange waren wir da, 10, 15 Jahre sind wir zu dritt in einem Zimmer gesessen. Jeder Ecken ist einer gesessen. Und deswegen haben wir ja ununterbrochen mit dann, das war schon gut, das war schon sehr. Es war natürlich auch manchmal gar nicht gut, weil du die im Alltag dann Dinge mitgekriegt hast von deinen Kameraden, die dich nicht interessiert haben. Wenn er gerade in der Früh mit seiner Frau ein Problem gehabt hat und schlecht gelaunt daherkommen ist, hättest du es lieber nicht gewusst. Aber wir waren da schon und wir waren eben, habe ich ja eh gesagt, sehr verschieden. Der Dieter war so der war einfach Kraftbolzen. Wenn wir um zwei gesagt haben, der Karl und ich schon mit flimmernden Augen, jetzt gehe ich heim, weil jetzt war undenkbar. Das machen wir jetzt noch fertig. Da gibt es nichts. Nicht? So waren wir. Aber und der Karl hat ja ganz andere Talente. Er hat sehr viel Fantasie und so. Das war gut für uns, weil hat eben jeder seine Ecken gehabt und konnte seinen Eigensinn leben. Nicht? Und zusätzlich dazu eben das doch selber bauen. Das haben wir schon alle verfolgt, alle drei. So. Ganz kurz noch hätte ich eine Frage an den Jörg, die eine sehr alte Erinnerung ist. Wie ich glaube ich 12, 13 Jahre war, war ich in der gleichen Schule wie du nur 4 Klassen vor mir. Angerzellgasse. Und du hast halt den Krautgasse genannt, den ich auch als Zeichenlehrer gehabt habe. Und da sind Bilder gehangen an der Wand. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer der Herr Strehle ist, als junger Bub. Und da hing ein Christus an der Wand ausgestellt, den der Krautgasse als Beispiel guter Zeichnung, jetzt weiß ich nur nicht mehr, war er rot oder gelb. Er war gelb, ja. Und das hat mich, erst nachdem ich selber am Zeichnen und so weiter sehr interessiert war, hat mich das sehr beeindruckt und das wollte ich eigentlich nur erzählen, dass mir das bis heute dieses Bild geblieben ist und sich ein bisschen überschneidet mit diesem Krautgas. Und ich darf noch dazu sagen, das ist wieder noch ein weiterer Beispiel Krautgasser, die Enkelin von Krautgas oder Großnichte, das weiß ich jetzt nicht genau, ist zurzeit in der Ausstellung in der Taxis-Galerie da. Also hier ist auch eine künstlerische Weiterentwicklung oder Fortsetzung, die ist aus dieser Familie Krautgasser und ist heute eine angesehene junge Künstlerin, das nur vielleicht findet auch der ein oder andere Weg, den Weg in die Taxis-Galerie ist eine schwierige Ausstellung, aber eine interessante Ausstellung. Jetzt möchte ich aber, wenn ihr euch nichts ausrichten wollt gegenseitig, jetzt haben wir noch einmal ein bisschen drüber gesprochen, möchte ich das Publikum fragen, ob irgendwelche Fragen, wäre nett, wenn eine Diskussion ein bisschen entsteht über die zwei verschiedenen Charaktere, die man, glaube ich, schon als solche bezeichnen kann. Jetzt würde ich zu lang ausschweifen, wenn ich erzähle, dass ihr drei in einem Büro früher noch schon zusammen wart, in der Goethestraße, wie alle noch beim Achhammer waren, auch ich. Warst du nicht dabei? Da bin ich mal peripher zu euch gestoßen und dann wieder weggekommen. Aber ich sag mir, dass du dabei warst. Okay. Aber jetzt bitte zum Publikum, wenn irgendwelche Fragen da sind. Ich glaube, der Kastner war noch in diesem Büro, so, das habe ich jetzt vergessen. Ja. Matoi, Heinz und Kastner, dann warst du damals nicht. Ja. Aber jetzt bitte, wenn jemand Fragen hat an die beiden, würde ich mich freuen, wenn es noch eine Diskussion gäbe. Na, machen wir das bitte jetzt. Auch im privaten Gespräch oder im Zweiergespräch, ist mir egal. Ja. Aber dann darf ich mich herzlich bedanken bei euch beiden.
Und wir haben uns nicht konfrontieren können damals, aber ich habe nur gesehen, dass es doch einiges... Ich bin aber froh, dass ich heute da sitzen kann. Aber dass es Parallelen gibt bei uns allen, hat man ja gesehen. Es gibt kaum einen Architekten, vor allem wenn man die Übergrößen nimmt, hat jeder seine nicht zuletzt parallelen Vorbilder, die sich dann tangieren, und das ist eigentlich schön zu sehen. Und nur ist heute mal das war der Leverenz gefallen, den nicht viele kennen, glaube ich, aber der war äußerst interessant ist. Und ich darf auch noch ganz kurz erzählen, ich habe auch den Andras Palfi gefragt, was er von diesem Mainz hält, wie er sowas anlegen würde. Und er hat gesagt, das ist keine Kritik, jetzt an dir, Jörg. Er hat gesagt, kein eigenes Projekt, nur Leverenz. Ist doch interessant. War wirklich, der Andras Palfi. Andras Palfi, aber nicht Palfi, die jetzt das Parlament waren. So. Weil du sagst Leverenz, ich bin ja mit dem Bart mehrmals, wir waren in Barcelona, wir waren in Amerika, die ganz große Reise, und wir waren auch in Schweden. Und da haben wir, und zu dieser Zeit hat der Bart einen Auftrag gehabt für den Bischofssitz in Bordenone, da unten, und den wollte er in Sichtziegeln machen. Und da gibt es eine ganz berühmte Kirche vom Leverenz, die ist in Ziegeln gebaut. Und das war eigentlich der Sinn von der ganzen Reise, dass er dort hinkommt. Und da ist er davor gestanden, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ein kleines Kind, und hat wirklich, am liebsten hätte das, glaube ich, gegessen oder so. Es war unglaublich, aber das hat mir einen großen Eindruck gemacht. Aber deswegen kenne ich Leverenz und finde es. Ich kann mich so gut an diese Kirche erinnern, wie man dann eingegangen, die ist fast dunkel. Gell? Die hat ist nur im Internet gut dokumentiert, kann jeder nachdenken. Ach so, ja. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, weil ich habe heute gar nicht gezeigt, ich habe ja doch einiges auch kirchlich gemacht. Nicht? Das und wie man wieder hineingegangen bin mit dem Bart, dann war es so dunkel, dass ich mir gedacht habe, da bin ich stehen geblieben. Weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mich immer orientieren. Und dann merkst du wieder, die Pupillen aufgehen, und auf einmal siehst du mehr. Und ich glaube, dass das er sich ganz gut überlegt hat. Das war seine Absicht. Das ist dieses zur Ruhe kommen. Gell? Du hast dich dann sofort in die Bank gesetzt und hast einmal dich beruhigt und geschaut, ob ich noch ein bisschen mehr sehe. Und auf einmal war der Raum dann da. Dann war er da. Und dann warst du aber schon in... Also das war großartig. Und die Details von ihm mit der aufgepickten Glasscheibe und so, das hat er da auch gekommen. Mhm. Entschuldige. Ich bin das nicht gewohnt. Fein. Danke sehr.